Ja, hallo, Kunstoffen 2014. Ich möchte alle einladen, die Interesse haben, in den Klaviersalon Gläser in Greifswald. Dort kann man sehen, Arbeiten von mir. Ich selbst bin Wolfgang Tietze und ja, bin Maler und Zeichner und zeige in diesem Jahr aktuellere Arbeiten, aber auch ältere, hier in der Brinkstraße in Greifswald Nummer 27. Ah, ja, das ist der Salon. Groß, hell. Hier verkauft der Gläser, wie man sieht, gelegentlich Flügel. Jetzt zu Pfingsten bin ich hier zu Gast und zeige Arbeiten der letzten Jahre. Es sind Ölbilder dabei, hier eine Strandszene, auch hier unten handelt es sich um ein Stillleben am Strand. Hier ist auch etwas zu sehen, das mit dem Meer zu tun hat. Ja, ich habe immer mal noch ein paar Arbeiten davor gestapelt, dass die kommen, ein bisschen stöbern können. Was ist das hier? Ah, ja, hier habe ich noch einige Porzellanarbeiten, die ich in der Porzellanmanufaktur Fürstenberg machen durfte vor einigen Jahren. Das sind Quader, die ja natürlich wie alles andere gern gesehen und auch gern gekauft werden können. Das sind Arbeiten aus der Werkgruppe Silbergarten. Hier habe ich einen ganzen Schwung Bilder, die habe ich mal zur Stadt Prag gemalt. Das war eine Idee einer Agentin von mir, die mich darum gebeten hatte, mal zu Prag einiges zu malen. Da kann man dann auch wieder gucken. Wer Lust hat, ja, hier hinten sehen wir dann noch kleine Arbeiten, die ich, nachdem ich in New York war, gemacht habe. New York erkennt man, wenn man mag, an den Strukturen dieser Stadt. Das ist alles nur ein Schnappschuss für die, die darüber nachdenken, ob sie mich besuchen möchten zu Pfingsten. Hier haben wir aktuellste Arbeiten, die sich beschäftigen mit dem Thema Finisterre, also am Ende der Welt, auch wieder am Strand. Hier sehen wir, wenn man näher hinguckt, alte Fotos, Strandkörbe, Warnemünde. Das war die Ausgangsbasis für all diese Arbeiten hier. Ich habe die schon mal bei Facebook kurz vorgestellt. Jetzt sind sie fertig. Im Rahmen. Ja, auch hier hinten haben wir dann noch einige Arbeiten, die der geneigte Betrachter sich ansehen kann. Wem es zu schnell geht, der drückt immer mal kurz auf die Stopptaste. Aber ich möchte ehrlich gesagt auch nur ein bisschen neugierig machen. Für die, die Lust haben, mal zu stöbern, soll es hier Gelegenheit geben. Ja, an diesem Tisch kann man sich mit mir unterhalten und ein Glas Wasser trinken, vielleicht auch ein Glas Tee. Hier sind Arbeiten, die ich in Paris mal, also hatten die am Ausgangspunkt gefunden, alte Fotos vom Trödelmarkt, die ich in Edition übermalt habe. Also das sind verschiedene Boxen mit ganz verschiedenen Themen. Hier haben wir zum Beispiel die Radfahrer, die ist eine Gruppe von jungen Männern, die einen Ausflug gemacht haben. Da gibt es halt mehrere Arbeiten, aber das guckt euch mal an, wenn ihr hier seid. Ja, das soll es erstmal fürs Erste gewesen sein. Ich hoffe, dem Betrachter oder der Betrachterin ist jetzt nicht allzu schwindlig geworden. Hier gucke ich noch mal kurz nach unten für die, die kleine Formate mögen. Ja, da haben wir hier auch natürlich wieder am Meer
Und hier haben wir noch auch am Meer. Das ist alles Sachen, die in Öl gemalt sind auf Leinwand. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Das war ein kleiner, neugierig machender, kurzer Eindruck aus dem Klaviersalon Gläser in der Brinkstraße 27a in Greifswald. Ich wünsche natürlich, dass Sie sich entscheiden, hier vorbeizukommen. Da können Sie noch ein bisschen googeln. Hier findet übrigens auch immer mal Musik statt. Davon erzählt dieser Kontrabass. Davon erzählt auch dieses kleine Cembalo oder dieses Klavier. Oder hier dieses Schlagwerk vom Orchestrion weltberühmt, Eva Blum aus Greifswald. Und da, liebe Zuschauer, könnt ihr mich entdecken im Lack eines Schimmelpianos. Ja, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Bis gleich zu Pfingsten.